Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben in der letzten Folge hier die meisten Veteranen der First jetzt ausgeschaltet und gehen jetzt mal in die Schmelzanlage der Mech-Fabrik und suchen hier den Chef davon. Weil die machen uns ja eigentlich ordentlich Probleme. Ich bin ein Mann der Tat. Ich habe keine Verwendung für Lügen. Wenn ich dir also sage, dass du manipuliert wirst, ist das die Wahrheit. Der Rat der Gouverneure interessiert sich nur für sich selbst. Sie sind allesamt gierig und korrupt. Du bist ein Werkzeug in den Händen der Unwürdigen, genau wie ich einst. Ich war loyal. Ich habe Befehle befolgt und gute Leute in den Was Tod zum... geführt. Diese Schmach werde ich mit ins Grab nehmen. So. Komm, ja. So, jetzt erstmal wieder looten. Okay, jetzt sind wir ein bisschen mehr im Sneaky-Modus hier unterwegs. Mal. Und mal nachladen. Gelenkschmerzen habe ich. Ah, okay. Gelenkschmerzen, warte mal. Items. Hab ich was gegen Gelenkschmerzen? So. Nee. Habe ich leider nichts. Nee, ich kann jetzt erstmal noch nicht sneaky unterwegs sein. Erst wenn das verheilt ist. Geh mal hier rein. Ach so. Die ist auch sehr schlau, eine Granate in der Hütte reinzuschmeißen. Was haben wir hier? Ah, okay. Beide Wege führen in dieselbe Richtung. Und dann wären wir hier auch einmal rausgekommen. Okay. Ja, ich lasse die mal da unten machen. Synthmade Hamburger. Ja, das sehen wir. Boah, ich muss mir eigentlich das Looten abgewöhnen. Oh! Was? Warte mal, vielleicht essen wir mal ein bisschen mehr. So, den Eiweißriegel nehmen wir mal mit. Das gönnen wir uns mal. Das. Und den hier. So, haben wir eins mit Scharfschützengewehr. Das ist der einzige mit Scharfschützengewehr, glaube ich, oder? Nee, das hier. Da, okay. Sorry fürs Husten. Jo, das war ein Crit. Okay, den da können wir, die beiden können wir besser sehen. Alter, die treffen auch andauernd. Okay, den haben wir. Die haben wir. Ist auch noch welche. Aber Stufe 6. Warte mal, ich muss mich da drinnen verstecken, weil
Die Gelenkschmerzen, die machen mir zu schaffen. Ey! Was machst du denn hier? So. AA99. So, komm. Haben wir? Hier hinten auch nochmal. Die haben alle Scheiben hier schon kaputt gemacht. Niemand ist besser als wir. Ja, das könnt ihr gerne glauben. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte wieder auf den hier. Dann gehe ich lieber auf die zu. Und schalt die alle aus. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Wenn ich auf die direkt zugehe. Da haben wir die nächste. Autsch. So, nochmal den. Wir brauchen wieder Medipacks. Wir brauchen sehr viele Medipacks. Kurze Regeneration, nice. Und dann da hinten muss auch noch einer sein. Ich glaube, so geht es schneller, als wenn wir die ganze Zeit so sneaky hier irgendwo hinter einer Deckung gehen. Hinter mir war... Hier! Autsch! Okay, da muss oben noch irgendwo jemand sein. Oder da unten? Ich glaube, hier entlang. Geh endlich drauf! So, sind mir zu viele Maschinen. Ach so! Ich loot jetzt nicht mehr alles. So, da müssen wir rein. Montage. Okay, dann schauen wir mal, was da auf uns jetzt zukommt. Die Cavalry war die stärkste Kampfeinheit, die das Freestar Collective je besessen hat. In der Schlacht von Nira wurde die First Cavalry ausgelöscht. Warum? Weil die feigen Generäle einen Waffenstillstand wollten. Ich kann weder Feiglinge ausstehen, noch die Menschen, die ihnen Macht geben. Und auch keine Menschen, die ihr schändliches Werk verrichten. Okay, der war jetzt fertig. Okay. Dann können wir jetzt mal weiter. Also, ich glaub... Was? Was zum... Alter. Ein bisschen viel Leben geht verloren. Ich glaube, wir müssen doch in die Richtung. Aber ich will wissen, was die anderen beiden Türen sind.
Was ist dahinter? Ich will es auch wissen. Fünf Erfahrungspunkte sind hier. 10 Erfahrungspunkte sind hier. Ich glaube, das war keine gute Idee. Oh. Ich glaube, ich gehe mal wieder in die Richtung. Und ich guck mal, was ich noch sonst verbrauchen kann an Hilfsmitteln. So, Bourbon. Was macht das? Nahkampfschaden für 5 Minuten. Red Harvest, Linsen. Ich würde die Dinger auch mal nehmen. Den Velocity, den brauchen wir ja noch. Feind gesichtet. Hallo, wirf die Granate. Schützt ihr mal wieder. Komm, wir. Oh. Wieso habe ich die übersehen? Ja, erstmal brennen. Ach du Scheiße, hier geht's nochmal weiter. Wofür ziehe ich hin? So, Granaten müssen wir öfters mal nutzen. Ich habe keine Granaten mehr, verdammt. So, warte, Status, was habe ich jetzt? Bourbon, plus 8 Tragerkapazität für Dings und Bourbon, also Neuroamp. Schleichen verbraucht O2, okay. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Komm, ich nutze nochmal ein Trauma-Pack. Und werfbare Items. Nutze ich mal die. Die wiegen so viel. Du hast keine Chance. Was? Ach so, ich hatte doch nicht so viele. Dann, ich dachte, ich hätte 101 gehabt gerade. Wahrscheinlich war das eher der Wert davon. Ein Wert von 101. Mal gucken, wo es jetzt reingeht. Oder hochgeht. Oben ist, glaube ich, sicherer. Okay, erstmal oben alle ausschalten. Ich glaube, hier oben keine gute Idee. Da. Verliert man wieder so viel Leben. Da ist der nächste. Bisschen verstecken. Bisschen feige muss man sein, manchmal. So. Nochmal Dings nutzen. Komm, ich mach das daraus auch mal einen Favoriten. So. Also Trauma-Pack und Dings müssen wir mal öfters nutzen. Nicht nur Medipacks. Habe ich das?
Habe ich vielleicht sogar wirklich keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht treffe ich jemanden. Ich werde dich leiden lassen. Da. Komm, wieso treffe ich den nicht? So, Credits. Helm Shock Trooper. Ich glaube, ich werde nur noch gezielt looten müssen. Ja. Ich verbrauche zu viel, was die angeht. Da ist noch jemand. Den sehe ich ganz genau. Ihr vernichtet mich, das will ich sehen. Vielleicht von hier oben ist besser. Aber echt, wie viele sind denn das? Da. Verstauchung geheilt. Nice, jetzt kann ich wieder so. Triff den doch. So, hier sollen noch irgendwo welche sein. Achso. So, nochmal einen Traumattack nutzen. Nutzen wir den hier vielleicht auch mal wieder? Da haben wir 3000 Schuss. Gerechtigkeit? Haben denn meine Soldaten Gerechtigkeit erlebt? Minuten, bevor wir die Schlacht und den Krieg gewinnen, Minuten, kommt der Befehl zum Waffenstillstand. Das ist eine Ehrenschuld. Und die Menschen, die uns verraten haben, die Menschen des Freestar Collective, werden dafür bezahlen. Ich raff grad nicht, was eigentlich sein Problem ist. Also, man hätte vielleicht mal mit denen vom Freestar Kommunikation suchen sollen. Okay, er war ja 20 Jahre irgendwie in Gefangenschaft. Also, dass er stinksauer ist, okay, schon ein bisschen mehr verständlich. Ui. Medipack, nice. Okay, hier können wir... Waffenkoffer. Okay, nice. Erstmal wieder Muni. Die lasse ich mal sein. Waffenständer. Experte. Nein. Stelle Pax und. Besiege Pax 0, besiege die First Söldner. Oh, wir sind schon da. Da oben ist er wahrscheinlich. Was haben wir hier? Veredelter Helm, Space Trucker. Ah, die haben wir schon gesehen. Irgendwie eine gute Position brauche ich hier. So, dann... Was? Ach so. Und weg springt sie. Du bist zu
Wie die auch noch auf ihre eigenen Leute schießen. So, das nehmen wir mit. Ach so. Upsi. Ach, da oben. Alter, wie viele sind denn das? Auch noch mit Brand geschossen. Fuck. Okay. Also wie soll man hier... Ich bin tot. Also bisher seht ihr toter aus. Ach so, es ist ein Geschützturm. Was? Ganz schnell aufladen. Hier, Gesundheit. Alter, das sind aber auch echt viele hier. Ich suche mal eine andere Position. Irgendwo, wo ich vielleicht sicherer bin. Nein, das wollte ich nicht. Aber das nehme ich trotzdem mal mit. So. Ah, geil. Töte 100 Gegner mit deiner ballistischen Waffe. Perfekt. Apropos, warte mal. Wir haben doch... Ja, wir haben wieder einen Skillpunkt. So, Pistolenzertifikat. Pistolen verursachen 50% mehr Schaden, könnten wir machen, aber... Können wir hier fliegen? Können wir noch nicht. Weil wir uns noch einige Flieger fehlen zum Kaputtmachen. Ich würde eigentlich mal hierhin weiter ausbauen wollen. Gib 8 weitere Punkte für Forschung aus, um Forschungs... Mal anfangen hier zu machen. Analyse, Forschungsmethoden. Indem Forscher sowohl neue als auch altbewährte Methoden einsetzen, können sie Projekte schneller abschließen und sogar noch unerwartete Einblicke. Für die Fertigung von Items und den Abschluss von Forschungsprojekten werden 10% weniger Ressourcen... oder hier Medizin... Medipacks, Traumapacks und Notfallkits regenerieren 10% zusätzliche Gesundheit. Um 10% machen wir das. Da brauchen wir eher. Ah, jetzt werden uns die Gegner hier angezeigt, weil es nicht mehr so viele sind, ne? Da vorne haben wir noch einen. So, wer ist das? Hexenhall, den machen wir zum Schluss. Der soll erstmal ansehen, wie wir jeden anderen seiner Leute hier umnieten. Und so. So konnte ich mich... Schadgas. So. Nachladen. Komm. So. Paxton Hall. Wir können noch mit ihm reden. Wir haben noch die Möglichkeit. Ich kann es nicht glauben.
Du hast es mit den besten Söldnern im Freestar Collective aufgenommen und sie mühelos besiegt. Mit mehr von deinem Kaliber hätten wir im Krieg unsere Flagge in New Atlantis gehisst. Ich wollte niemanden verletzen, musste mich aber verteidigen. Der Krieg ist seit einer Ewigkeit zu Ende. Lebst du immer noch in den ruhmreichen Tagen von damals? Du bist erblämlicher. So, ich sag du das. Du hast gekämpft, weil du es musstest. Und du warst gut. Keine Entschuldigung nötig. Wichtiger noch, du hast überlebt. Viele tun das nicht. Ich weiß das, weil ich sie in den Tod geschickt habe. Du weißt nicht, wie das ist, in die Gesichter von Kriegern zu sehen, die dir als Anführer vertraut haben, während sie schreien, sterben. Ich habe gesehen, wie mutige Soldaten von Monstern zerrissen wurden. Ich habe gesehen, wie Mech-Piloten in ihren Cockpits bei lebendigem Leib gegrillt wurden. Diese Opfer hätten einen Sinn haben können, aber unsere feigen Anführer haben aufgegeben, obwohl der Sieg zum Greifen nah war. Der Krieg hat ja eigentlich nie Sinn. Wer hat die First angeheuert, Ackerland zu stehlen und warum? Willst du es wirklich wissen? Die Antwort wird dir nicht gefallen. Letzte Chance, Deputy. Du kannst gehen und im Segen der Unwissenheit leben. Im Glauben, für eine edle Sache gekämpft zu haben. Oder du kannst die Wahrheit erfahren. Dann zertrümmere ich diese Illusion hier und jetzt. Was du auch zu sagen hast, ich verkrafte es. Hör auf, Zeit zu spinnen, ich sage es nicht noch einmal. Woher weiß ich, dass du auch die Wahrheit sagst? Weil ich es beweisen kann. Du wirst es sehen. Okay, was du auch zu sagen hast, ich verkrafte es. Das werden wir noch sehen. Kurz nach der Gründung der First hat mich ein Mann kontaktiert. Der sagte, er vertrete eine wohlhabende, einflussreiche Person. Ich habe mich geweigert, für einen Unbekannten zu arbeiten. Ein Treffen wurde vereinbart. Und wer erwartet mich dort? Ron Hope. Er hat mir viel Geld dafür geboten, mir bestimmte Farmen im Freestar-Raum zu sichern. Und du hast den Auftrag angenommen? Du hast die Chance gesehen, Rache am Freestar Collective zu nehmen. Was war an den Farmen so besonders? Was hat das gestohlene Hauptdeckschiff mit der ganzen Sache zu tun? Um die Ranger zu verwirren, wollte Hope viele Farmen gleichzeitig angehen und seine mysteriöse Arbeit beenden, bevor es die Runde macht. Wir haben noch ein Schiff gebraucht, um seinen Zeitplan einzuhalten. Also hat er uns mit den nötigen Infos versorgt. Er konnte so auch das Opfer spielen und den Verdacht von sich ablenken. Und was war den Farmen so besonders? Ich weiß nur eins. Nachdem wir sie geräumt hatten, schickte Hope irgendwelche Maschinen. Wir sollten dafür sorgen, dass niemand die Operation sieht. Und du hast den Auftrag angenommen? Selbstverständlich. Es war viel Geld, aber vor allem ging es mir um Rache. Meine Männer rächen, jede Menge Credits verdienen und ein Ratsmitglied bloßstellen. Tja, das ist meine Definition von Gerechtigkeit. War es das wert, Hal? Denkst du wirklich, du hast was erreicht? Du denkst, ich hab verloren? Habe ich aber nicht. Geh zu Ron Hope und sag ihm, was ich dir erzählt habe. Dann kannst du ja selbst über das Strafmaß entscheiden. Ja, das werden wir definitiv machen. Wenn du deinen Job machst, ist meine Rache am Rad endlich komplett. Lass es mich dir einfach machen, Deputy. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Mit der Waffe in der Hand. Kompromisslos und furchtlos. Aber zuerst einmal. Hier. Schneide damit die Fäulnis
im Herzen des Freestar Collective heraus. Wenn das der nächste Krieg kommt, und er wird kommen, dann muss das Collective stark sein. Also, meine Einheit wartet auf mich. Ich melde mich ein letztes Mal zum Dienst. Leb wohl, Deputy. Was? Wieso will der... Achso, genau, der... Okay, ich hab verstanden. Der will im Kampf sterben. Wenn er im Kampf sterben möchte, dann... Und Stufe 24 geschafft. Nice. Aufzugschlüssel, Credits. Paxtons Offiziersmütze. Nehmen wir mal mit. Okay, aber er tut mir schon ein bisschen leid. Er wurde hintergangen, tatsächlich. Also einmal von Freestar Collective und dann auch nochmal von Ron Hope. Und Ron Hope werden wir nochmal auf jeden Fall ein ernstes Wörtchen mit dem reden. Finde ich ein bisschen heftig, was der für eine Verschwörung da gemacht hat. Achso, wir sind schon draußen. So, es ruckelt ein bisschen, aber... Beziehungsweise sieht jetzt für mich aus wie nach 30 FPS hier. Für euch wahrscheinlich auch, ne? Ja. Sieht auch genauso aus. So, direkt im Cockpit. Wir reden definitiv jetzt mal mit Ron Hope. Guter Start. Alle Systeme normal. Beziehungsweise müssen wir zuerst mit Ron Hope reden oder mit Dingens? Ich liebe es. Mit So, erstmal nach Valo. Begib dich nach Hopetown. Okay, zuerst mit Ron Hope. Davon kriege ich nie genug. Willkommen im Freestar. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Jo, kein Thema. Mach das mal. Scan abgeschlossen. Landefreigabe erteilt. Jo, machen wir. Jetzt bin ich wirklich neugierig, was der jetzt zu sagen hat, der Ron. Stelle Ron Hope zur Rede. Wir machen mal sofort. Wir wollen aber auch erstmal hier wieder. Der hat kein Geld. Toll. Ich will keine Beschwerden hören. So, wir stellen ihn zur Rede. Das ist. Ja, ich will jetzt wissen auch, wie es weitergeht. Also, vor allem auch, hier so eine Verschwörung zu machen, so eine riesige. Ist auch ein bisschen heftig, aber auch eigentlich schlau. Könnte normal gehen? Ja. Ja, aber wir gehen mal so. Behalt deine Wertsachen im Auge. Wer sein Zeug nicht beschützen kann, ist hier falsch. Warte mal. Ist das hier richtig?
Um zu Run zu kommen? Ja. Und dann hier entlang. Ah, okay, der ist da hinten. Suchen wir mal den guten Herrn. Das ist sehr großzügig, Mr. Howe. Du hast es dir verdient, Burnchard. Wir haben ehrgeizige Quoten festgelegt und du hast sie alle erreicht. Naja, es war sicher nicht leicht, aber es haben alle an einem Strang gezogen. Du darfst die guten Neuigkeiten verbreiten, wann und wie du willst. Wer ist das dann nochmal? Sehr nett. Cosette. Kann ich dir helfen, Deputy? Schön, dich wiederzusehen. Der Marshall hat mich gerade über deine Fortschritte informiert. Du hast eine heiße Spur zu den Söldnern, die mein Schiff gestohlen haben. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Oh, ich habe etwas sehr Interessantes erfahren. Entschuldigung, Mr. Hope, aber wir müssen reden. Für dich sind das keine gute Neuigkeit. Spar dir das Theater auf. Na, ich mach mal so. Ja. Also, spann mich nicht so auf die Folter. Paxton hat mir gesagt, dass du ihn dafür bezahlt hast, die Farm zu räumen. Paxton hat dich leider in eine Verschwörung gegen das Freestar Collective hineingezogen. Es ist vorbei, Hope. Ich weiß, dass du die First angeheuert hast. Willst du mir vielleicht erzählen, warum du die First angeheuert hast? Ich stell mich mal so. Nein. Und gegen diese Unterstellung verwahre ich mich. So, aber komm, okay, dann das. Der gefallene Kriegsheld, der im Gefängnis war, dem glaubst du? Ich habe Beweise, dass du die First angeheuert hast, um Farm an dich zu nehmen. Er hat deine Einweisung als Beweis gegen dich auch bewahrt. Er wusste, wir würden ihn finden. Ich bin beeindruckt, Deputy. Hätte ich ihm die Slate gezeigt, dann hätte er die wahrscheinlich weggenommen. Du hast ganz offenkundig eine goldene Zukunft. Was geht hier vor? Worum geht es, Mr. Hope? Nichts, was dich in irgendeiner Weise etwas angeht, Burgess. Lass uns allein. Ich würde aber gerne hören, was der Deputy zu sagen hat. So, rede endlich, du verräterische. Ich will alle Details, bevor ich dich dafür festnagle. Hör mir einfach zu. Dann wirst du sehen, dass ich gute Gründe hatte. Die Wahrheit ist, dass wir den Anschluss an die Konkurrenz verloren hatten. Wir brauchten Lösungen. Vor ein paar Jahren habe ich begonnen zu diversifizieren. Chemikalien und Treibstoffforschung. Solche Dinge. Wir haben ein neues Düngemittel entwickelt. Es war ein Reinfall. Hat ganze Felder zerstört. Ich wollte das Projekt schon abschreiben. Da haben wir eine Entdeckung gemacht, die alles verändert hat. Es hat sich gezeigt, dass unser Dünger die Erde umwandelt und ihren Mineraliengehalt verzehnfacht. Du hast also ahnungslose Farmer dazu missbraucht, die Erde umzuwandeln? So, red weiter. Wir haben den Dünger an ausgewählte Farmer gespendet und sie machen lassen. Im richtigen Augenblick haben wir die Farm dann geräumt und die mineralienreiche Erde mit Maschinen abgetragen. Durch die geringeren Personal- und Materialkosten ist mein Gewinn explodiert. Du hast die First genutzt, um das Ackerland zu stehlen und die Operation geheim zu halten. Du hast getan, was deiner Meinung nach nötig war, um deine Firma zu... Du hast Leben zerstört, um Profit zu machen. Und wie kannst du das rechtfertigen? Ich frag mal, wie kann er das rechtfertigen? Sieh dich doch um. Jeder in diesem Gebäude, jeder in dieser Stadt ist auf mich angewiesen. Nur durch meine Jobs haben sie etwas zu essen und Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Tatsache ist, das Geschäft läuft nicht sehr gut.
ohne drastische Maßnahmen wären Entlassungen unvermeidlich. Diese Leute schuften für mich und vertrauen darauf, dass ich mich dafür revanchiere. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich würde eher das hier sagen wollen. Pass auf, ich will ehrlich sein. Die Konkurrenz hängt uns ab. Die fleißigen Menschen in dieser Stadt sind von mir abhängig und ich werde sie nicht enttäuschen. Indem ich meine Kosten senke, rette ich ihre Jobs. Unglaublich, was ich da höre. Wie konntest du Unschuldigen und Familien nur etwas so Schreckliches antun? Kein Wort mehr, Bridget. Ich kann dir deinen Job nehmen. Und mehr. Wir besprechen das später. Wie dem auch sei, die Katze ist aus dem Sack. Ich gebe dir mein Wort, dass ich die Operation einstelle und das Land den Eigentümern wiedergebe. Die Aktion ist vorbei, das reicht nicht. Und was ist mit den Leuten, die deine Goyner getötet haben? Ja, natürlich. Etwas muss unternommen werden. Ich werde einen Fonds einrichten für die Bestattungskosten und die überlebenden Angehörigen. Wir werden das Richtige tun. Das verspreche ich. Das reicht aber nicht. Du hast recht. Die Familien sollten für die Unannehmlichkeiten entschädigt werden. Vielleicht ein Rabatt für ihren nächsten Einkauf bei Hoptech. Nachdem das geklärt ist... Alter, ist der widerlich. ...über dich. Als Mitglied des Rats der Gouverneure bin ich befugt, dir einen großzügigen Bonus zu gewähren. Und natürlich vereinbaren wir, dass wir meine kleinen Einsparungsbemühungen vergessen. 20.000 Credits annehmen? Zu schade, dass Hal gestorben ist, bevor er mir etwas sagen konnte. Dann gleich, wie wär's, wenn du was von mir bekommst? Ein Begräbnis? Willst du mich bestechen? Nein, das verstehst du falsch. Ich biete dir eine Belohnung für einen gut gemachten Job an. Und da der Job erledigt ist, betrachten wir auch die Sache als erledigt. Ich bräuchte natürlich noch die Slate von Major Hull. Du wirst dich stellen und ich werde bei dem Marshall alles erzählen. Nee, ich glaube ihm nicht, ich traue ihm nicht, ich mag ihn nicht. Lass uns nichts überstürzen, Deputy. Es gibt noch etwas, was du bedenkst. Solltest. Ich tue alles, um meine Firma und meine Mitarbeiter zu beschützen. Wenn du jemandem davon erzählst, gefährdest du ihre Lebensgrundlage. Willst du wirklich all diese Menschen zu Arbeitslosen machen? Ihre Familien leiden lassen? Ich will nicht, dass irgendjemand leidet. Ich will Gerechtigkeit. Versuch nicht, das auf mich abzuwälzen, Hope. Ich bin bereit, Kollateralschäden zu akzeptieren, wenn du danach bezahlst. So wie du diese Farmer hast leiden lassen. Aber in viel größerem Maßstab. Ja. Ne, versuch das echt nicht auf mich abzuwälzen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Die Vergangenheit kann man nicht ändern. Aber die Zukunft liegt in deinen Händen, Deputy. Wenn du mich einsperrst, zerfällt diese Firma. Und du hast mehr Leben zerstört als ich. Ich sage es ganz deutlich. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Ruf, diese Firma oder meine Mitarbeiter gefährdest. Wenn mein Security-Personal dafür einen kleinen Unfall inszenieren muss, dann ist das leider so. Ich bin wichtig. Du bist nichts. Drohst du wirklich ernsthaft damit, einen Freestar Ranger anzugreifen? Um deine Mitarbeiter willen bewahre ich dein Geheimnis, aber dein Plan ist gestorben. Angreifen mit Bestechung und Drohung erreichst du bei mir nichts. Boah, ich kann jetzt zweimal angreifen. Wenn du nicht friedlich mitkommst, muss ich Gewalt anwenden.
Du hast gerade ein Mitglied des Rats der Gouverneure bedroht. Ich enthebe dich hiermit des Dienstes und erkläre dich zum Outlaw. Wachen! Schafft dieses Subjekt fort! Das finde ich jetzt eben ein bisschen doof. Komm, mit denen fange ich hier an. Erstmal kurz in Sicherheit. Alter, was ist denn? Was ein schmieriger. Hä? Oh oh. Jetzt geht's los. Berichte von Ron Hopes Tod. Finde neue Stories für SNN. Alter, die hat am meisten Geld. Die kann dann das übernehmen. Also, wirklich. Hier, Bridget. Ist vorbei. Er hat versucht, dich zu töten. Ich verstehe das nicht. Mr. Hope hat immer wie ein wirklich guter Mensch gewirkt. Aber alles, was er über die Farmer und diese Söldner gesagt hat, es war furchtbar. Ihm waren die Menschen wichtig, die ihm gegenüber loyal waren. Alle anderen nicht. Hope war ein gieriger Bastard, der sie freundlich gegeben hat. Menschen können kompliziert sein. Geht es dir gut? Na komm, wir fragen erstmal, ob... Ich stehe unter Schock. Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist. Eine Verschwörung, um Ackerland zu stehlen? Ich fasse es nicht. Das ist nicht der Ron Hope, den ich kenne. Menschen können kompliziert sein, das auf jeden Fall. Mir erschien er nie sonderlich kompliziert. Er hat sich immer gut um uns gekümmert, um seine Angestellten. Das rechtfertigt nicht, was er getan hat. Es wird Zeit, ihn als das zu sehen, was er ist, ein Monster. Nee. Das rechtfertigt nicht, was er getan hat. Nein, natürlich nicht. Aber er hatte auch andere Seiten. Er hatte eine wirklich gute Seite, eine fürsorgliche Seite. Und jetzt ist er... Du. Du hast ihn getötet. Ich wollte ihn nicht töten. Also, es war ein gutes Gefühl, seine Opfer zu rächen. Gerechtigkeit kann brutal und hässlich sein. Ich wollte ihn nicht töten. Nein, sie nicht. Das sollte niemand hier wollen. Vor allem, wenn jemand so vielen Menschen so viel bedeutet hat. Was passiert jetzt mit uns? Es muss doch einen Stellvertreter geben. Ihr kommt bestimmt klar. Hopeck ist vermutlich Geschichte. Es muss doch einen Stellvertreter geben. Das ist Elana. Elana Nwanko. Sie wirkt recht kompetent. Vielleicht überstehen wir das. Wir müssen wohl einfach eine Lösung finden. Irgendwie weitermachen. So, sprich mit Marshall Blake. Ja, also... Das mit, Dingens hier mit Ron Hope. Das wirkte schon ein bisschen... Ja, er wollte nicht mitkommen. Er wollte sich nicht verhaften lassen. Für seine für seine Verbrechen da. Ich hoffe, ich werde hier jetzt nicht angegriffen. Okay, die lassen mich in Ruhe. Okay, die haben nichts mitbekommen. Okay, dann reden wir mal mit Marshall. Fremde bedeuten grundsätzlich nie etwas Gutes. Jo. Jetzt bin ich aber neugierig, was das für Konsequenzen hat, meine Entscheidung jetzt gerade. Ich habe Ron Hope getötet. Lass die Waffe im Halfter. Ist alles gut. Ich habe Ratsvorsitzenden des Freestar Collective getötet und ich weiß jetzt nicht, was da für Konsequenzen auf mich zukommen. So, abheben.
das jetzt? Ja, wir wollen nach Cheyenne? Nein, nach Dings. Genau, nach Cheyenne. Jo, lasst mich scannen, genau. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Okay, ab dahin. So, Aquila City. Jetzt bin ich neugierig, was der Marshall zu sagen hat. Dafür, dass, wir jetzt hier ihn getötet haben. Ich hatte gehofft gehabt, ihn irgendwie festnehmen zu können. Aber der wollte nicht, der wollte lieber angreifen. Na okay, wir reden jetzt mal mit dem Marshall. Und erklären ihm das alles und zeigen ihm die Slate. Ist nicht zufällig auf dem Weg ins Charybdis-System? Was? Aber wir haben nicht genug Schiffe, um jemanden so weit rauszuschicken. Finde den Notruf im Charybdis-System. Boah, wir haben so viele Mini-Quests jetzt momentan, Side-Quests. Die müssen wir auch mal alle abgehen. Boah, ich glaube, die in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich, ab der nächsten Folge, erstmal viele der kleinen Nebenquests mal machen. Durchziehen. Da sind so viele. Vor allem, wir haben auch wieder einen neuen Skillpunkt. So, vielleicht. Gastronomie. Plündern. Wohlbefinden. Das haben wir auch schon maximiert. Schleichen. Wo haben wir Schlossknacken mit Dietrich nochmal? Sicherheit. Okay. Das ist es. Knacke 5 Schlösser. Ach, den muss ich erstmal noch, okay. Können wir noch nicht machen. Aber was wir machen können, ist vielleicht Zielsteuerungssysteme können wir auch noch nicht machen. Hier, was Astrodynamik? Fortgeschrittene Technologie ist das eine, aber Geschick, Geduld und ein bisschen Liebe sind nötig, um noch mehr Leistung aus dem Graphantrieb eines Schiffs herauszukitzeln. Ah, okay. Geologie, neu entdeckte Mineralien, die auf Xenoplaneten und Monden abgebaut werden, haben direkt zu unglaublichen technologischen Fortschritten geführt. So, Nahkampf brauchen wir nicht. Laser auch nicht. Ein Dieb. Ist jetzt zwar nicht sehr ehrenhaft, na, dann lassen wir erstmal. Wenn in einer Situation Worte statt Waffen erforderlich sind, sollte man sich auf Menschen verlassen, die in der Staatskunst und der Deeskalation geschult sind. Du kannst ein NPC-Ziel, das auf oder unter deinem Level steht, über vorübergehend im Kämpfen, am Kämpfen hindern. Ich würde den hier vielleicht mal machen. Ein bisschen mehr Sauerstoff. Wenn wir schon auf Level 24 sind. Hey, Deputy. Es kommen viele Promis nach Aquila. Man weiß nie, wen man in der Kneipe so alles trifft. Du bist wieder da. Das war gerade gruselig. Schön, dass du wieder da bist, Deputy. Was war mit der Mac-Fabrik? War sie das Versteck der Söldner?
Sie war ihr Versteck, aber ich habe sie allesamt ausgeschaltet. Ja, aber jetzt ist sie eher ein Massengrab. Du hattest einen richtigen Riecher, es war ihre Basis. Da du hier bist, gehe ich davon aus, dass du keine größeren Probleme mit ihnen hattest. Nur kein Problem. Hast du herausgefunden, warum die First Farmen übernommen hat? Ron Hope hat die First angeheuert, die Farmen zu stehlen. Ich war Teil von Mr. Hopes Plan, seine Firma zu retten. Das war ein Plan, diese gierigen Mistkerle Ron Hope. Ah, komm, das Erste. Was? Ron ja. Hope? Das ist eine heftige Unterstellung, Deputy. Erstaunt dich das so sehr? Hope hatte schon immer den Ruf, alles für den Erfolg zu tun. Er ist im verdammten Rat, Emma. Also kann er für sich vorteilhafte Gesetze erlassen. Klar, er kümmert sich um seine Leute, aber meinst du wirklich, den interessieren irgendwelche Farmer auf Montara Luna? Hat Hope seine Motive erklärt? Er erhöhte den Mineraliengehalt im Boden mit einem experimentellen Dünger, der die Ernte ruiniert. Irgendwas mit Bodenanreicherung, um Kosten zu sparen, aber er ist schuldig. Irgendwas über Dünger, der den Boden verändert hat. So ganz habe ich das nicht begriffen. Nee, ich sag... das hier. Sagst du. Aber zurzeit haben wir nichts als dein Wort. Ich habe eine Slate. Ich habe mal von einer Hope-Tech-Initiative für Pharma gehört. Damals hielt ich das für einen PR-Gag. Aber jetzt wirkt es ein bisschen bedrohlicher. Sag mir bitte, dass du Beweise für diese gewaltigen Anschuldigungen hast. Ja, die habe ich Slate geben. Das sind Hopes Anweisungen an Paxton Hall. Hier ist dein Beweis. Na gut, mal sehen, was du hast. Interessant. Ja, ziemlich belastend. Besonders der letzte Teil über das Zerstören der Slate. Und du hast Hope zur Rede gestellt? Er hat mich mit seinen Männern angegriffen und es nicht überlebt. Ich hatte gehofft, dass er sich stellt, aber er wollte nicht kampflos aufgeben. Er wollte mich umbringen lassen, war sein letzter Fehler. Er ist seinem Stolz zum Opfer gefallen. Verdammt. Das wird das gesamte Freestar-Collective erschüttern. Wenn man Anführern nicht trauen kann, könnte Anarchie die Folge sein. Hab Vertrauen, Daniel. Wir sind nicht die United Colonies. Ein räudiges Schaf steckt nicht die ganze Herde an. Leicht gesagt. Du bist nicht der Marshall. Noch nicht. Aber du lebst auch nicht ewig, alter Mann. Wo du schon mal hier bist, um eine Sache musst du dich noch kümmern. Okay. Emma, wärst du so nett? Mit Vergnügen, Marshall. Als du zu uns kamst, habe ich dir gesagt, dass du beurteilt würdest. Eine Sache bleibt noch. Eine einfache Frage. Bist du bereit, die Marke eines vollwertigen Freestar Rangers zu tragen? Ich war von Anfang an bereit. Bin mir noch nicht sicher. Es wäre mir eine Ehre. Komm, wir sind Arschkriecher. Komm. Gut. Pflicht und Ehre sind die Säulen der Freestar Ranger. Marshall, ich erlaube die Beförderung des Deputies in den Rang des Rangers. Danke, Ranger Wilcox. Als Deputy hast du bemerkenswerten Mut, furchtlose Beharrlichkeit und eine hohe Achtung der Sicherheit unserer Bürger an den Tag gelegt. Mittels der mir vom Rat der Gouverneure verliehenen Befugnis befördere ich dich hiermit in den Rang des Rangers. Hier ist deine Marke. Trage sie mit Stolz. Aber vergiss nicht, für welche Verantwortung sie steht. Freestar Ranger Marken. Ich versuche mich halt würdig zu behalten. Wird auch Zeit, verdammt. Dank für dein Vertrauen. Ach komm. Du hast bewiesen, dass es begründet war. Ein Hoch auf den neuen Ranger. Ja, jawohl! Wow. 14.000 Credits bekommen? Was? Star Eagle erhalten, was? Als vollwertiges Mitglied der Freestar Ranger erhältst du dein eigenes Raumschiff der Star Eagle Klasse. Die Registrierungsgebühr entfällt. Was? Und Mantel wurde aktualisiert? Anzug Ranger hinzugefügt. Bier probieren. Wird hier gebraut und ist gar nicht übel. Es gibt viele Bars in der Stadt. Wir haben Raumschiff bekommen? Helm Ranger hinzugefügt.
Ey, bevor ich die Folge beende, ich will mir das Raumschiff ansehen. Wir sind aber auch ein bisschen überladen. Behalt einfach deine Waffe im Holster. Dann bleiben wir sicher. So, der kann mir sicher zeigen, das Raumschiff. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, du kannst mir helfen. Ich möchte aber mit dir auch reden. Hallo? Hallo? Wieso kann ich mit ihm jetzt nicht reden? Da war's. Schiffswartungs. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht. Klar, nur zu. So, die Argonische Maid und Star. Alter. Was? Crewmitglieder 5, Reaktor aber ist A. Das ist auch A. Die sieht viel, viel geiler aus. Schiff verbessern. Was kann ich denn verbessern? Raumschiff Design 4 brauche ich da. Wo ist denn der? Ist aber schon ein cooles Ding, muss ich sagen. Ui, ruckel, ruckel. Aber wir bleiben noch ein bisschen mit der Argonischen Maid unterwegs. Das Ding müssen wir noch ein bisschen halt umbauen, aber... Noch ein bisschen ausbessern, noch ein bisschen das geiler aussieht. Aber ich würde dann sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.